Bau MK3 Rohre. Hör auf mit den Fluid-Dingern da. So, MK3 Rohre kommen. Dann brauchen wir eine Pumpe. MK4. Habe ich nicht. Brauche eine ganz billige Pumpe. So, du raus. Pumpe hin. Und das Ganze kommt auch eigentlich mit guten Rohren. Da baue gute Rohre. Von da nach da. Also gute Rohre, damit mehr reinpasst. Nicht damit die Reichweite länger ist. So. Du brauchst jetzt nur noch ein Ärmchen. Kriegst du ganz schnell das Ärmchen. Und Speed-Module, die wir nicht haben. Das ist echt doof. Das heißt, ich husche jetzt mal zu unserem Rule-Produktion. Die hatten wir, glaube ich, angeschmissen, oder? Oder hatte ich die ausgemacht, um irgendwie Ressourcen zu sparen? Wo ist die überhaupt? Das ist noch so ein Faktor von der neuen Basis. Es dürfte alles wesentlich übersichtlicher sein, wo was ist. So. Du hast keinen Strom, das ist nicht so schön. Da. Leichenverarbeitung. Wollen wir die mal abreißen? Nee, es ist ganz schick, vor allem das hier oben, dass wir die Edelsteine bekommen. Das muss warten. So, zwei Speed-Module. Yeah. Du arbeitest auch zu langsam. Wolltest eigentlich auch Speed-Module. Das ist ärgerlich. Aber ein Feature, das die besseren Produktivitätsmodule haben sollen. Also ich weiß nicht, ob es MK3 ist oder erst ab MK4. Aber ab einem gewissen Punkt sollen die guten Produktivitätsmodule auch in Fabriken reinpassen können, wo sie eigentlich gar nicht reingehören. Also es gibt ja Fabriken, die haben sich geweigert, das anzunehmen. Ich weiß jetzt nicht, welche es gerade waren, aus dem Kopf. Aber ein paar wollten das einfach nicht. Mit denen müsste es dann gehen. Das heißt, da hätten wir nochmal einen Riesensprung. So, du hättest gerne Steine. Steine. 100 Stück. Und du hättest gerne Kohle. 100 Stück. Shift rechts, Shift links, Shift links, Shift links, Shift links, Shift links. Was? Shift links. So, und hier kommt dann gleich 1000. Was? Stopp, 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 stopp. Kappen. Warum ist da 1200 Lava drin? Ich habe das falsche Rezept genommen. Du, das weg. Du sollst 1600er machen. Damit. Shift rechts, Shift links, Shift links, Shift... Shift links, Shift links. Die müssen alle ersetzt werden durch... neue Rohre. So. Nein, du sollst 1600er erstellen aus 1400er. Shift rechts, Shift links, Shift links, Shift links. Warum machst du das? Du hast den Auftrag, aus 1400er Lava 1600er Lava herzustellen. Klick. Bleib jetzt hier stehen und warte, bis die erste Lava da draußen ist. Gut. Shift rechts, Shift links, Shift links, Shift links. Macht ihr jetzt alle, was ihr sollt? Ja, gut. Da rein. Mann, 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 Mann. So. Die 1200er Lava will ich jetzt hier leer bekommen. Das heißt, ich schnapp mir jetzt eins von den guten Rohren. Es geht dahin, es geht dahin. Daran. So. Und mach das jetzt leer. Und dann komme ich hier die hin für Tausender. Dazu brauche ich wieder mehr davon. So, du brauchst auch noch einen da. Shift rechts, Shift links. Du machst aus 1200er Tausender. Shift rechts, Shift links, Shift links, Shift links, Shift links.
Oh, stopp. Strom? Oh, Angriff von links, der sogar einen Turm zerstört hat. Okay, wir müssen links jetzt das gleiche machen, was wir rechts gemacht haben. Gleich. Erstmal brauche ich einen besseren Tank. Da. Damit wir da den hin tun können, damit sich das schon mal staut, damit das ganze Lava-Zeugs da verbraucht wird. Du. Wie war das immer? Genau so. Da sammeln sich jetzt tausender Lava. Okay. Forschung ist am Jödeln. Was? Warum hast du keine lila Science Packs? Oh. Okay, hier. Ja gut, okay. Das ist jetzt nicht so schön. Die wollte ich eigentlich für irgendwas anderes auf. Angriff im Westen. Wir brauchen mehr Akkus. Viel mehr Akkus. Oder halt noch bessere. Oben schießt richtig viel. Ja, das sind auch die Dicken. Ja, es ist klar, dass es denn Stromprobleme gibt, wenn die alle schießen. Reiß bitte ab die vorderste Reihe. Erstmal so. Ja, kommen gleich noch ein paar mehr und dann machen wir das alles zu stabilen Mauern und dann haut das schon hin. Ich sollte wahrscheinlich mich jetzt schon um Bronze kümmern, damit ich die ganzen Edelsteingeschichten machen kann, damit ich die besseren Türme bauen kann. Oh, eine Frage zu den besseren Türmen. An diejenigen, die Dietek schon ein bisschen weiter gespielt haben als ich, haben die besseren Türme, also diese Gold, Ruby, Gold, Smaragd, was auch immer, haben die auch eine höhere Reichweite. Das wäre nämlich echt wichtig, wegen diesen Spuckergegnern. So, und jetzt bitte die mittlere Reihe raus. So. Ich brauche echt mehr Bauroboter. Oh, ich habe Skynet schon lange nicht mehr überprüft. Wir haben, ja, 530 Roboter. Das waren vor kurzem noch 400, schieß mich tot. Aber das ist okay. Naja, wobei, wir haben 280, die nichts zu tun haben. Was jetzt nicht so wirklich okay ist. Aber das kann ich ja alles ändern, indem ich einfach ganz viel mehr Kupfer abbauen lasse. Boah, das gucken wir dann gleich. Erstmal hier keine Lücken lassen. Wichtig, wichtig. So. Dann eigentlich eine zweite Reihe hier aufbauen. Falls sie mal nicht nur genau da in unsere Riesenabwehranlage reinlaufen. Das könnte ja auch mal passieren, dass sie dazu lernen. Zu. Angriff von unten links. Ihr wollt mich echt auf Trab halten, ha? Huh? Genau, gib mir neue Mauern, neue Mauern, neue Mauern. Oh ja, hier ist noch gar nicht sicher. Also super nicht sicher. Mach die Ecke da mal weg. Da. Oh weia. Oh weia, weia, weia. Oh. Unten, links, Mitte. Ich habe zu viele Sterne, die ich angegriffen werde. Denn es ist Mitte, unten. Ja, das da war auch nicht so schön. Kommt, beeilt euch, Jungs. Macht das mal alles weg hier. Genau. So. Angriff da ganz hin? Achso, ja, das ist auch eine Ecke, ne? Eine Ecke sollte eigentlich immer gut verteidigt sein. Ich gebe die erstmal mehr Lasertürme. Ich habe jetzt nicht die Zeit, hier alles. So, mehr Lasertürme. Weil ich habe nicht die Zeit, die ganzen Mauern jetzt zu ersetzen. Ich könnte das die Roboter machen lassen, aber dann wäre da kurzfristig eine Lücke und das will ich nicht wirklich riskieren. Und da sieht man übrigens die Roboter jetzt im Einsatz. Die versuchen das aufzuheben. Aber dann umdrehen, warum auch immer. Warum drehst du dich um? Weil es nicht mehr im orangenen Bereich ist, oder wie? Ah doch, jetzt hast du es gemacht, okay.
Also sie nehmen auch die Leichen aus dem gelben Bereich. Das ist gut zu wissen. Ja, sehr gut. Da werden jetzt auch gerade Leichen aufgehoben. Die scheinen sich aber nicht abzusprechen. Also ich habe gerade so 10, 15 Roboter gesehen, die nach da oben hingeflohen sind, um die eine Leiche zu holen. Dann hat einer sie aufgehoben, alle anderen sind umgedreht. Das ist jetzt nicht wirklich praktisch. Und ja, hier muss auch alles weg. Ich vertraue mal auf mein Glück. Mach die ganze äußere Reihe weg. Lass die von Robotern neu setzen. Ist jetzt ein kleines Risiko, aber ich hoffe einfach mal, dass in der Zeit nicht unbedingt die Eskalation kommt und plötzlich 10 King-Biter vor der Tür stehen. Das wäre nicht so schön. So, also das bitte alles füllen. Da kommt die Armada. Swush, 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 swush. Alles weg, sehr schön. Genau, die beiden noch. Definitiv mehr Bauarbeiter. Gut, während ihr da machen seid, hier auch noch abreißen. Da unten liegen dezent viele Leichen. Und das ist alles im gelben Bereich. Komisch. Muss ich mal auf dem behalten. Das. Gut. Produktivitätsmodule müssten jetzt wieder arbeiten, weil wir wieder lila Science Packs herstellen. Und das erste, das allererste, was wir mit den Produktivitätsmodulen versehen werden, also mit den Dreier-Produktivitätsmodulen, ist die Fabrik, die aus den Alien-Artefakten die Alien Science Packs macht. Das ist das Allerwichtigste. Eigentlich sollten wir die Produktion jetzt schon stoppen, fällt mir ein. Weil wir müssten inzwischen genug Alien-Artefakte haben. Und sobald wir die Dreier haben, können wir die Vierer und die Fünfer auch erforschen, ohne die. Ja, schon alle. Mist. Ja, können wir die Vierer und Fünfer erforschen und dann erst das Ding wieder in Betrieb nehmen. Schade. Na gut, hauen wir die mal kurz raus. Ich darf da nichts reinlegen. Merkt ihr das, Gerüber? Nichts da reinlegen, bevor wir nicht die Fünfer haben. Oder zumindest Vierer. So, wieder Angriffe auf allen Fronten. Mauern setzen. Einfach in die Lücken überall schon Mauern setzen. Das ist egal. Ach, das macht er nicht. Das könnte wirklich geändert werden. So, die Mauer da wird aufgebaut. Sehr gut. So, hier ist das erste richtige Loch. So. Komm, helf wieder von Hand aus. Was soll's? Du. Es geht nicht, wenn ein Blueprint in der Hand ist. Weg. Weg, 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 weg. So, alles voll mit Claymauern. Genau richtig. Was bist du? Ach, das sind die Spucker. Berserker Spitter. Oh Gott. Mir ist gerade was eingefallen. Die Spitter sind ja neu. Also vielleicht machen die jetzt eine komplette Mutation durch. Weil die Berserker war die Stufe hinter den Blauen. Das heißt, es ist noch relativ neu. Weil halt auch die Spitter relativ neu sind. Das heißt, die Spitter mutieren jetzt auch von Klein zu Medium zu Big zu Berserker zu Elder und dann zu Kings. Also haben wir irgendwann später King Spitter, die dann 3 Kilometer weit schießen können und jeden Turm one-hitten? Mal gucken. Aber ich denke, ich male mir das dann wieder zusammen. Ich mache mir das Spiel ja meistens eh oder allgemein alle Spiele immer interessanter, als sie eigentlich sind. Auch wenn die Spiele natürlich interessant sind, aber ich versuche es immer noch interessanter zu machen. Ich glaube, das ist nur menschlich. Aber ja, es weiß es nicht. Müssen wir gucken. Das Bitter müssen wir im Auge behalten. Das Problem kann halt nur sein, dass irgendwann irgendwas kommt, mit dem ich absolut nicht rechne und dann ist die ganze Basis kaputt. Und das wäre richtig schade. Aber gut, was? Du. Bau bessere Akkus. Die werden wir später eventuell umstellen müssen, aber ist egal. Ich will jetzt erstmal hier die ersetzen.
das hier überall raufklatschen. Merke Girugon, darunter ist noch Lava. Dünner setzen. So. Kleines bisschen mehr. Kann helfen, kann auch nicht helfen. Hier alles weg. Nicht die Kiste da. Aber die Poles können weg, der Wald kann weg. Weg. Gut. Kupfer ist immer noch Mangelware. Funktioniert das Ding inzwischen? Also die eine Zentrifuge, die wir gebaut haben. Es kommt nicht genug dreckiges Kupfer an. Okay. Das sollte machbar sein. Das Ding ist schon sowas von leer da unten. Okay, da am Westen. Gehen Westen. Bau Mining Drills und eigentlich Produktivitätsmodule. Die kommen ja gleich. Oh, kurzer Abstecher zu unserer Produktivitätsmodulfabrik und Speedmodulfabrik. Ich brauche nämlich beides. Gib mir die da. So, und jetzt kannst du, glaube ich, wieder aufhören zu arbeiten. Ja, weil ich denke, wir werden wieder 5 oder 10 von den 2er-Modulen brauchen, um die 3er-Module gleich zu bauen. Speed-Module sind da, sehr schön. Die können wir dann auch hier bei den Forschungsdingern gleich reinsetzen. Okay. Oh, das habe ich gerade weggeklickt. Bau bitte... Oh ne, ich brauche nur ein 2er-Modul, dafür aber halt wieder Chips und Zeug. Und es dauert ewig. Ewig dauert das. Das sollten wir gleich automatisieren. Sonst kommt mein Spielerinventar zu gar nichts mehr. So, rein. Weg.